Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ende Mai wird in Genf die 77. Weltgesundheitsversammlung über zwei weitreichende Anträge entscheiden, einmal den Pandemievertrag und die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften. Diese Vertragswerke werden damit begründet, bei der nächsten Pandemie besser gewappnet sein, besser reagieren zu können als bei der letzten. Das Problem dabei: Wir haben die Corona-Pandemie bisher noch gar nicht wirklich aufgearbeitet, weder hierzulande noch auf internationaler Ebene, was dann auch die Rolle der WHO beinhalten muss. Was war richtig? Was war falsch? Wo gab es sinnvolle Empfehlungen? Wo wurde möglicherweise überreagiert? Gab es etwa eine hinreichende wissenschaftliche Grundlage für sehr weitreichende Maßnahmen? Ohne eine solche Aufarbeitung sollten keine neuen Vertragswerke verabschiedet werden, die dann bindend sein werden. Hier in Deutschland wird seit der Veröffentlichung der Corona-Protokolle wenigstens die Notwendigkeit einer gründlichen Aufarbeitung diskutiert. Manche sagen, wir brauchen eine Enquetekommission, andere einen Bürgerrat. Wir denken, es muss ein Untersuchungsausschuss sein. Und es gibt viel aufzuklären. Warum wurden die Schulen länger geschlossen als in anderen europäischen Ländern? Warum wurden Impfstoffe, die lediglich eine Notfallzulassung hatten, aufgedrängt und deren Nebenwirkungen verschwiegen und so weiter und so fort? Eine solche Aufarbeitung ist dringend notwendig, bevor neue völkerrechtlich bindende Verträge geschlossen werden. Deshalb fordere ich die Bundesregierung auf, sich in Genf für eine Aufarbeitung der Corona-Zeit einzusetzen und eine Verschiebung der Abstimmung über diese beiden Vertragswerke dafür einzutreten und, wenn das nicht möglich ist, diese Vertragswerke abzulehnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Robert Stüwe hat das Wort für die SPD-Fraktion.